Wir haben euch heute das brandneue 2022er Cube Agree C62 Race mitgebracht. Für 2022 hat Cube die Agree-Serie nochmal komplett überarbeitet und dem Ganzen mehr aerodynamische Vorteile mit verpasst. Also der Rahmen ist aerodynamischer geworden, es gibt mehr Integration, was dazu führt, dass das Rad insgesamt natürlich erstmal schneller ist. Auf der anderen Seite wisst ihr ja bestimmt, dass die Agrees sich so an Fahrer richten, die ein sportliches, aber nicht zu sportliches oder nicht zu aggressives, langstreckentaugliches Rennrad suchen, mit dem man aber auch gleichzeitig problemlos Wettkämpfe bestreiten kann. Also so ein bisschen zwischen den Welten, also aber dafür halt wirklich überall sehr gut funktionierend. Was da der Hintergrund ist, das zeige ich euch gleich bei den Komponenten. Aber wichtig ist erstmal, was ist neu? In allererster Linie hat Cube dem Agree jetzt auch ein aerodynamischeres Cockpit spendiert. Also hier bei dem Agree Race, was ich jetzt fahre, habt ihr zwar noch ein zweiteiliges Lenkervorbausystem, allerdings schon mit viel mehr Systemintegration. Also ihr seht es vielleicht vorne, die Kabel werden direkt unter dem Vorbau in den neu überarbeiteten Steuersatz integriert, gehen hier direkt vorne rein in das Steuerrohr und sind damit quasi schon wieder verschwunden. Also auch hier nicht nur cleane Optik, sondern eben auch aerodynamische Vorteile. Ganz schöne Sache das. Was ist auch neu? Der Bereich Sattelstütze und Sitzrohr ist halt auch überarbeitet mit integrierter Klemmung für die Sattelklemme und einer aerodynamischen Sattelstütze. Das Ganze auch um einiges windschnittiger als die Vorgängermodelle. Also das sind so die Hauptmerkmale, die gleich auf den ersten Blick im Vergleich zum Vorgänger auffallen. Die neuen Agree sind aber auch insgesamt vom Rahmen her nochmal aerodynamisch optimiert, um so ein bisschen mehr Windschnittigkeit zu bieten. Wenn man sich genau anschaut, die ganzen Rohrprofile sind aerodynamisch optimiert. Aber wie gesagt, ist ja auch ein Rad, was sich an Langstreckenfahrer richtet. Das heißt, es ist nicht zu unkomfortabel insgesamt. Also bei reinen Aero-Rennern hat man oftmals das Problem, dass es ein bisschen hart ist, das Ganze. Rad sich sehr hart unter einem anfühlt. Und Cube löst das halt über sehr filigrane Sitzstreben, sodass man halt im hinteren Bereich auch noch deutlich Komfort hat. Und die gesamte Geometrie des Rades zwingt einen nicht in eine allzu aggressive Sitzposition. Also man hat immer noch ein relativ langes Steuerrohr und sitzt eigentlich sehr komfortabel, aber dennoch sportlich drauf. Also ihr habt hier sozusagen das Beste aus zwei Welten. Ihr habt eine optimierte Aerodynamik. Ihr habt eine langstreckentaugliche Geometrie und trotzdem noch schönen Komfort auch an dem Rad für so ein wirklich sehr race-orientiertes Endurance-Rennrad. Also das ist so ein bisschen der Einsatzzweck und die Neuerungen am Agree. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf das Agree C62 Race ein. Das Modell, was ich hier habe. Das ist die Variante, die mit der brandneuen Ultegra Di2 kommt. Also ihr habt hier diese elektronische Ultegra-Schaltung dran. Meines Erachtens der Goldstandard eigentlich für alle, die ernsthaft Rennrad fahren, aber jetzt nicht unbedingt Profis sind. Dem ist eigentlich die Di2 schon wirklich ans Herz zu legen. Also die Ultegra ist eine sehr leichte Gruppe und gerade mit dem elektronischen Schaltwerk auch super, super präzise. Hier ist die brandneue Ultegra dran. Also ihr habt die neue 12-Gang. Ja, habt hinten Gang mehr. Das führt zu einer feineren Abstufung. Aber weil der Einsatzbereich ja möglichst breit gefächert ist, seht ihr schon hinten auch eine große Kassette dran. Also die geht von 11 bis 34 hoch. Also da kommt ihr dann halt auch wirklich in jedem Radmarathon, jeden Berg hoch und jede Passauffahrt ist damit möglich. Also hier an alles gedacht. Die neue Ultegra Di2, sagt Shimano, hat auch eine um 58% verbessertes oder schnelleres Schaltverhalten und ein bisschen überarbeitete Bremshebel.
Das ist eine ganz schöne Sache. Das ist auch was, was ich gleich merke. Also ihr habt hier insgesamt ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen mehr Platz für die Hände. Also die Hoods sind überarbeitet, ein bisschen ergonomischer. Und was auch auffällt im Vergleich zu den Vorgänger-DI2s, ist, dass die Schaltwippen, also die Schaltknöpfe hier rechts und links am Lenker, so ein bisschen abgesetzt sind. Das spürt man eben auch gerade, wenn man jetzt wie im Winter Handschuhe anhat, lassen sich die Tasten da besser auseinanderhalten. Das hat Shimano meines Erachtens schon ganz gut gelöst. Genau, also das erstmal zur neuen Ultegra DI2. Ist hier jetzt auch mit dem 5034er Kompaktkettenblattgarnitur ausgestattet. Das passt auch meines Erachtens zum Rad. Also es gibt noch die 52er Variante, so semi-kompakt, aber jetzt für so ein Endurance-Rennrad, was sich vor allem an ambitionierte Freizeitradler oder Hobbyradler richtet, ist, glaube ich, eine kompakte, wirklich die optimale Wahl, um so ziemlich alles fahren zu können. Ja, also hat natürlich auch nach unten hin Kapazitäten, dass man da mal richtig Gas geben kann und vor allem eben bergauf immer schön den passenden Gang zur Verfügung. Gerade jetzt mit der 12-fach wirklich optimal. Also so viel erstmal Rahmen und Ausstattung, was Schaltgruppe betrifft beim C62 Race. Es sind auch Aluminiumlaufräder noch verbaut von Fulcrum. Das sind die Racing 400, also sind Alu-Laufräder mit ein bisschen einer Höhe, so ich glaube es sind so 35 mm. Noch nicht ganz so tief und ein bisschen schwer, aber auch adäquat zum Preis des Rades. Wie gesagt, ganz schön ist halt, dass man für die 3.499 Euro, die man hier bezahlt, schon eine komplette Ultegra DI2 dazu bekommt und dass die brandneue 12-fach ist, ist natürlich auch ein großer Vorteil. Was es natürlich auch hat, zeitgemäß hydraulische Scheibenbremsen. Und ein weiteres Ausstattungsdetail sind Continental Grand Sport Reifen in einer 28er Breite. Also schon schön breite Reifen und damit natürlich auch viel, viel Komfort auf schlechten Straßen. Die restlichen Komponenten, also Lenkerband, Sattel und so weiter, kommt alles aus dem Hause Cube, aus der eigenen Zubehörlinie Acid. Und so habt ihr hier insgesamt erstmal ein stimmiges, aerodynamisches, schnelles, aber trotzdem komfortables Rad, auf dem man wirklich Stunden verbringen kann, aber halt auch mal richtig Gas geben kann. Und ja, so viel zur Theorie. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen durch mein Trainingsgebiet brettern. Da kann ich dann halt auch ein bisschen abschätzen zu meinen eigenen Rädern, wie sich das neue Agree hier verhält. Cube sagt, bei Tempo 45 spart man durch die aerodynamische Überarbeitung ungefähr 40 Watt. Ob das stimmt, kann man hier ohne Powermeter schlecht rausfinden. Aber ich denke, Cube wird das schon ausreichend getestet haben. Wie gesagt, ich drehe jetzt hier meine Runden, gebe ein bisschen Gas und werde euch dann gleich noch berichten, wie es sich anfühlt. Das neue Cube Agree C62 Race. Falls ihr euch übrigens fragt, was das hier ist, das ist so ein kleiner Kasten. Da könnt ihr Snacks reintun oder euer Werkzeug und so. Ich zeige euch das mal, das ist ganz cool. Steht ganz im Zeichen der Integration. Sieht ein bisschen aus wie vom Triathlon entlehnt, ist es auch. Machst du auf hier, guckst rein, ist hier so eine kleine Box drin, damit es nicht klappert unterwegs. Und da kann man dann sein Tool reintun, seinen Schlauch. Und alles, was man dabei haben muss, Tüte Gummibärchen, ihr wisst es, ihr kennt es selber. Tust einfach hier rein, praktisch verstaut, hast du nicht mehr das Gebamsel hinten am Sattel. Super Sache. So, alles klar, das wollte ich noch dazu sagen.
Also, mein Fazit zum 2022er Cube Agree C62 Race fällt eigentlich durchweg positiv auf. Einziger Kritikpunkt, und das merkt man vielleicht auch gerade hier, ist, dass es gerade, wenn es steil bergauf geht, nicht ganz so leichtfüßig ist wie ein reines Bergrennrad. Das hängt wahrscheinlich auch mit den etwas schweren Laufrädern zusammen. Hier kann man auch nur upgraden, denke ich, auf Carbon-Laufräder, um da so ein bisschen mehr Leichtfüßigkeit reinzubekommen. Aber so insgesamt sind die Fahreigenschaften halt wirklich sehr überragend eigentlich, weil es halt wirklich alles kann. Also man ist schnell auf der Ebene durch die aerodynamischen Vorteile. Man spürt, das Rad ist halt wirklich sehr steif unter einem und nimmt auch jede Beschleunigung super mit, also überträgt die Kraft direkt auf die Straße, die man ins Pedal gibt, also auf schnellen Passagen bergab, bisschen am Unterlenker oder an den neu überarbeiteten Hoods, lässt sich das Rad halt wirklich schön schnell und mit viel Tempo fahren. Aber auch, wenn man einfach entspannt so ein bisschen dahin cruisen möchte oder auch lange Strecken fahren möchte, dann sitzt man nicht so aggressiv drauf, hat eine angenehme Sitzposition. Ich fand auch gerade, die Geometrie ist für solche Fahrten eigentlich wirklich sehr gut optimiert eigentlich. Du sitzt halt nicht zu gebeugt drauf, dass es irgendwann mit der Zeit auf den Rücken geht. Und was dabei natürlich auch wirklich hilft, ist, dass es sehr komfortabel rollt. Da helfen natürlich die Reifen, also die Grand Sport, haben mich da auch positiv überrascht. Hängt aber vor allem auch mit der Breite, mit den 28 mm zusammen, dass es halt wirklich sehr voluminös und sehr angenehm rollt. Und hinten am Hinterbau ist es zwar schon steif, aber man merkt auch deutlich, dass ein paar Vibrationen gedämpft werden durch die schlanken Sitzstreben. Also das ist nicht nur Marketing-Sprech, das funktioniert wirklich, auch gerade im Vergleich zu anderen Rädern. Also insgesamt muss ich sagen, ist die Überarbeitung des 2022er Agrees Cube wirklich gelungen. Also sie haben es tatsächlich geschafft, eigentlich ein gutes Rad, was viele Einsatzzwecke verbindet, nochmal so ein bisschen sportlicher zu machen, ohne dabei auf der anderen Seite etwas einzubüßen. Also die Anleihen aus dem Triathlon, die fruchten da, gerade was die Geschwindigkeit betrifft, die man mit dem Rad aufnehmen kann. Aber so für mich persönlich jetzt bei dem Modell das Highlight ist die Ausstattung. Die überarbeitete Ultegra DI2 ist halt eine Gruppe, die nicht nur wirklich sehr präzise schaltet, so wie man es ja kennt, also auch gerade zackige, knackige Schaltvorgänge, auch wenn es mal wild zugeht. Aber das Schönste ist eigentlich für mich, sind die überarbeiteten Schaltbremsgriffe. Also die Hoods zeigen leicht nach innen, also ihr habt hier auch mehr Platz an den Griffen. Also das macht sich schon deutlich bemerkbar, auch zu den Vorgängergruppen, dass hier mehr Ergonomie am Bremshebel ist. Und das ist halt wirklich was, was man sofort spürt. Ja? Also jetzt keine Optimierungen, die erst bei 45 km/h wirksam werden, sondern etwas, was ihr direkt in der Hand habt. Und da ist die neue Ultegra DI2 wirklich spürbar verbessert worden, zu einer eigentlich kaum noch zu verbessernden Gruppe. Aber auch, dass die Schalthebel überarbeitet wurden, ist halt wirklich ein deutlich spürbarer Vorteil. Also ihr habt jetzt diese schön abgesetzten Knöpfe, sodass ihr die halt auch wirklich mit Handschuhen findet. Tolle Sache, und da kann eigentlich auch kein Schaltvorgang mehr schief gehen. Und vor allem, wie gesagt, super schnelle und präzise Schaltvorgänge sind wir ja gewohnt. Shimano sagt ja, das Ganze nochmal 58% schneller, aber das geht alles so fix, das merkt man jetzt halt wirklich kaum noch. Die 12 Gänge mal dahingestellt, 11 Gang, 12 Gang, das ist jetzt nicht so der große Unterschied. Was halt natürlich schön ist, ist, dass bei dem Rad diese große Kassette zur Verfügung steht mit den 34er Ritzel hinten. Kommt ihr halt wirklich jeden Pass auch entspannt hoch. Falls ihr mal wirklich einen Marathon in den Alpen fahren sollt, könnt ihr mit dem Rad in der Konfiguration natürlich genauso gut machen. Vorne Kompaktkurbel, ist eigentlich alles da, was ein ambitionierter Hobbyfahrer braucht. Falls da mehr sein sollte, gibt es natürlich die neue Ultegra auch mit einem 52er Semikompakt
Kettenblatt. Was fehlt bei der 90 TK sind die 54er, aber das ist was, was wir eigentlich auch den Profis vorbehalten lassen. Ja, so viel eigentlich dazu. Über die Bremskraft der hydraulischen Scheibenbremsen brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß zu diskutieren, dass sie natürlich einer Felgenbremse überlegen sind, das wissen wir auch. Da gibt es eigentlich jetzt auch nichts weiter Neues zu berichten. Fassen wir also zusammen. Das Cube Agree C62 Race bietet euch die neueste Rennradtechnologie mit überragender Schaltgruppe. Und das zu einem Toppreis von 3.499 Euro derzeit für eine brandneue Ultegra Di2, die hier komplett verbaut ist. Wirklich super Preis. Mit dem aerodynamisch überarbeiteten Rahmen wirklich racetauglich, aber eben durch die Geometrie auch wirklich marathontauglich. Also hier habt ihr wirklich das perfekte Rad für alles, möchte ich fast sagen. Und wie gesagt, das Einzige, was ich hier erstmal upgraden würde, das ist nicht mehr viel. Das ist natürlich eigentlich nur die Bereifung. Da kann dann mal was Sportlicheres drauf oder was Leichteres. Und gegebenenfalls mal noch ein bisschen tiefere, leichtere Carbon-Laufräder. Aber so wie es hier steht, eigentlich schon ein sehr, sehr schönes, komplettes Paket für alle, die ambitioniert Rennrad fahren. Falls ihr das mal probieren wollt, könnt ihr mal bei uns vorbeikommen. Da könnt ihr die Räder auch mal ausprobieren. Sind jetzt da. Ist natürlich schön, auch mal was wirklich brandneues da zu haben. Aber probiert es mal aus. Kommt mal vorbei bei uns in den Stores und setzt euch mal drauf und dreht mal eine Runde und holt euch einfach mal einen Eindruck von diesem wirklich steifen, schnellen und aber auch gleichzeitig angenehm zu fahrenden Rennrad, das Cube hier wieder auf die Beine gestellt hat. Ist jetzt meine dritte Modellgeneration von McGree, die ich hier fahren darf. Und ich muss sagen, die Generation ist halt wirklich das Derivat aus den Vorgängern. Also hier habt ihr wirklich nochmal wirklich eine spürbare Entwicklungsstufe zu finden, die halt zeitgemäß Aero is King alles bietet. So viel von mir. Ich drehe jetzt noch eine Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald und ciao bei Lucky Bike TV.